Moin, herzlich willkommen zurück zur vierten Folge Let's Play Pure Farming 2018. Hier auf der montanischen Marshmap. Nein, wir gucken uns wie gesagt das Spiel mal an. Ich habe jetzt gerade Ernte verkauft. Ah, ich komme hier mit der Steuerung nicht klar. Mit dieser scheiß direkten Tastatursteuerung. Das macht mich fertig. Also wenn das nicht bald geändert wird, dann weiß ich auch nicht. Das mache ich nicht auf Dauer mit, das weiß ich wohl. Das kann ich nicht. Ich habe eine neue E-Mail empfangen. Vielleicht sollte ich die erstmal lesen. Wo es hier weitergeht. Unternehmensanwendung. Riesenjungen, ich habe eine neue Shop-App auf deinem Tablet installiert. Wie ich erwähnte, kannst du damit unter anderem deine Bankkredite besser verwalten. Dank zusätzlicher Programme kannst du außerdem Agrarprodukte kaufen und verkaufen. Die aktuellen Börsenpreise prüfen oder Kraftstoff für deine Maschinen bestellen. Bedenke, dass dieser Service 20-50% teurer ist, als wenn du die Arbeit selbst erledigen würdest. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder rüber? Gar nicht. Shop. Aha. Naja, wie dem auch sei. Ich fahre jetzt erstmal. Mehr E-Mails habe ich ja nicht. Fahre zum Geschäft. War das jetzt so klug von mir? Hier mal hoch. Gucken. Ja, gut, man merkt schon, wie er hier zu kämpfen hat, hier überhaupt hochzukommen. Ne? Mit einem vollen Anhänger wäre ich hier mit Sicherheit nicht hochgekommen. Wie viel Kohle habe ich? 48.000 Euro. Wasserfall oder was soll das sein? Sieht ja komisch aus. Ich bin auf jeden Fall ewig unterwegs hier am Fahren, ne? Irgendwie gefühlt. Oder? Überall hier so
Ist da die Karte zu Ende oder was? Müssen wir jetzt mal gucken. Wissen wir, ich da durchfahre. Ja, leck mich. Da kommt man also nicht durch. Fahre zum Geschäft. Moin. Sippmar. Ja, die soll ich kaufen. Habe ich gekauft. Und die Spritze. Stimmt unter, ist unter Kultivierung. Eigentlich nicht, ne? Wie heißt die? Hackpilzmist. Ah doch, hier ist er. Dein Level ist zu niedrig. Aha. Und wie komme ich auf ein anderes Level? Und jetzt habe ich jetzt gemacht. Level 0. Statistik. Aha. Gut, da drüben steht sie. Erwerb von Maschinerie. Aha. Kategorie andere. Ja, das hatten wir ja schon mit der Shopping-App. Ja, dann gucken wir doch mal. Also, gucken wir mal, ob wir nicht noch die andere Spritze jetzt kaufen können. Moin. Tag. Ich bin's wieder. Kommen jetzt öfter. Jetzt verfügbar. Mhm. 100 Erfahrungspunkte und hey, ich habe einen neue E-Mail bekommen. Man soll es ja nicht glauben.
Anwendbarkeit von Maschinen und Ausrüst. Mit deinen beiden neuen Maschinen, Geräten kannst du jetzt mehr Arbeit verrichten. Das wird dir während der Kampagne sicher zugutekommen. Je mehr Ausrüstung du besitzt, desto mehr kannst du meistern. Sie sind besonders nützlich, um zusätzliche Aufgaben hilfsbedürftiger Kollegen erfüllen. Ja, die sollen wir auf den Bauernhof bringen. Richtig. Nebenaufgaben. Ich muss mal eben niesen. Entschuldigung, ich musste euch mal eben stumm schalten. Ich musste gerade mal kurz echt heftig niesen. Ich möchte ein wenig eine wichtige Sache ansprechen. Ich habe mich flüchtig auf den umliegenden Bauernhöfen umgesehen und muss sagen, dass dein Großvater nicht der Einzige mit Problemen war. Die meisten benachbarten Farmer brauchen Hilfe. Darüber hinaus sind sie gewillt, für jede abgeschlossene Aufgabe zu zahlen. Sie sind gedrängt, ihre Lebensgrundlage zu sichern, und das ist verständlich, wenn man den Mangel an Arbeitskräften betrachtet. Ich werde nach hilfsbedürftigen Farmern Ausschau halten. Sollte ich jemanden finden, werde ich dich benachrichtigen und ihre Position auf deinem Navigationssystem anzeigen lassen. Na dann. So, erstmal muss ich jetzt meine Maschinen zum Hof bringen. Hätte ich das gewusst? Na, dann wäre ich ja erstmal... Finde den Farmer. Sollte ich hier vielleicht mal erstmal schon mal direkt hinfahren? Mal fragen, was der so für Probleme hat. Moin, na? Si, Senor. Sei begrüßt, Freund. Ich brauche Hilfe auf meiner Plantage. Ich werde dich gut bezahlen, wenn du gewillt bist, mir zur Hand zu gehen. Leider antwortet mir ein Mitarbeiter aus einem anderen Bundesstaat weder auf Anrufe noch auf E-Mails. Er hatte eigentlich die Aufgabe, mir auf dem Bauernhof zu helfen. Ich schätze, er hat aufgegeben. Sein Verlust. Also, was sagst du? Möchtest du mir helfen? 24 Stunden Zeit. Wasser. Tank der Plantage füllen. Ja, warum nicht? Erst will ich aber nochmal eben E-Mail lesen. Ich habe hier eine neue E-Mail bekommen. Okay. Eine neue Funktion steht zur Verfügung. Ab sofort kannst du deine Fahrzeuge flexibel wechseln und dich schnell zu einem Fahrzeug deiner Wahl bewegen. Wie das funktioniert? Funktion öffnen. Okay. Na dann ist ja schön. So. Let me know when you're done. Ja, mach ich. Zisterne, und dann gucken wir mal, wo wir Wasser kriegen. Also im Moment wird man hier noch ganz gut durchgeleitet, ne? Wenn man dann später sich hier ein bisschen auskennt. Also ich weiß, dass ich so gut nicht durch LS17 geleitet worden bin. Trotzdem würde ich sagen, habe ich mich da recht gut drauf. Mich da recht gut zurechtgefunden. So, jetzt muss ich Wasser holen damit. Bestimmt auch so gemacht, dass man einmal fahren muss und dann hat man das voll, oder?
So, ich komme damit dann gleich den Berg hoch. Na toll. Ja gut. Hey, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was mit anfangen konntet, dann hinterlasst mir doch gerne ein Like. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar oder abonniert mich. Würde mich freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich bei Facebook besuchen kommt unter Friesenjung13 oder auf meine Homepage kommt www.friesenjung13.de und ja, noch mehr freut es mich natürlich auch, wenn ihr vielleicht meine LS17 Let's Plays anguckt. Oder noch mehr freut es mich, wenn ihr morgen wieder reinschaltet zur nächsten Ausgabe hier von Let's Play Pure Farming 2018. In diesem Sinn sage ich ciao.